Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play und zwar zum Fußballmanager 2016. Eines, ja, das beste noch existierende Managerspiel, was es hier überhaupt noch für Fußball gibt. So, und zwar haben wir schon mal alles eingetragen, es hat es übernommen, weil wir hatten davor schon mal eine Aufnahme gestartet, aber da ist es halt ein bisschen abgekackt. Und zwar, ja, hatten da schon eine Karriere angefangen mit mir, nutzen das gleich weiter, bleiben bei der Eintracht, hatte ich ja vorher schon ausgewählt. Und so, den hat man auch schon festgelegt. Lassen wir alles so, okay. Neuer Spielstand. Das neue. So, und dann hangeln wir uns jetzt in dieser Folge erstmal durch ein paar Meldungen, Pressemitteilungen, Pressekonferenzen auch gegenüber dem Team und den Verantwortlichen des Vereins. Da müssen wir uns ja doch ein paar Fragen noch stellen. So, als erstes, haben wir denn als erstes der Kurier. Der Eintracht hat uns verpflichtet. Soll für uns jetzt bessere Zeiten anbrechen. Jawohl, so, dann kommt vom Herr Bruchhagen noch eine Meldung. Und zwar, dass wir 43.000 Euro die Woche verdienen. Sportlicher Direktor Bruno Hübner ist dafür verantwortlich, Spieler. Talentliste zu verleihen. Da werden wir direkt mal am Meeting teilnehmen mit dem Präsidenten, Herr Bruchhagen. Willkommen bei Eintracht. Ich würde gerne ein paar Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen, um Sie willkommen zu heißen. Bevor ich Sie an Ihren Co-Trainer weitergebe, welcher mit Ihnen die Verantwortlichkeiten im Mitarbeiterstab diskutieren wird. Okay, fantastisch. Lassen wir die Sitzung beginnen. Einer Frankfurt ist natürlich ein Verein mit einer langen Geschichte. Fans begrüßen es, wenn ein neuer Trainer sich die Zeit nimmt, sein Wissen über den Verein zu erweitern. Würde ich sagen, möchten wir direkt mal mehr über den Club erfahren. Immer gut, wenn wir da mehr wissen. So, Philosophie. Wir hatten eine Philosophie beibehalten. Es ist üblich, nach der Verpflichtung eines neuen Trainers eine Pressekonferenz abzuhalten. Wollen Sie nächsten Tag arrangieren? Ja, ich denke, es wäre gut für mich, die Journalisten zu treffen. Danke, dass Sie Zeit genommen haben. Nun an Ihren Co-Trainer übergeben, der noch ein paar Dinge mit Ihnen besprechen möchte. Okay, danke nochmals für die Einführung in den Verein. Ich hoffe auf eine lange Zeit. Bäm, machen wir doch gleich. So, dann sind wir bei Rainer Geier. Hallo Holmes, ich bin Rainer Geier, Ihr Co-Trainer. Ich möchte mit Ihnen über den täglichen Ablauf im Team sprechen. Ich habe einen Bericht über die Mannschaft zusammengestellt. Möchten Sie, dass ich Ihnen diesen zuschicke? Ja, bitte, das wäre toll. Möchten Sie, dass ich ein Meeting mit dem restlichen Stab arrangiere? Jo, wäre gut. Ich kann Ihnen regelmäßige Rückmeldung Ihres Trainerstabs zukommen lassen. Haben Sie Interesse? Und wenn ja, in welchen Abständen wollen Sie diese haben? Nur alle 14 Tage wäre gut. Ja, Sie können mir bei Spielerangeboten helfen. Ja, komm, wir wollen alle angucken. Beim Training assistieren. Das wäre gut. Gut, den Rest mal selber arrangieren. Denke ich mal, das werde ich ja hinkriegen. So, damit ist das beendet. Gut, das hatten wir ja gerade schon. So, Oliver Olczekan hat
Dann Leihvertrag. So, dann haben wir Alexander Mayer hat einen Bänderriss im Knie. Andersen hat auch Knorpelschaden im Knie. Luke Castalnos, ich kann den wieder falsch aussprechen, ist wieder richtig geil. Hat Muskelfaserriss im Oberschenkel und Sonny Kittel hat einen Kreuzbandriss. Schade. Müssen wir halt gucken. Okay. Abonnements, ja gut. Mal ein paar Nachrichten. So, jetzt kommt dann eine Einführung. Die Eintracht professionell Bundesliga. Haben einmal die Bundesliga gewonnen bis jetzt. Die Meisterschale einmal erhalten. Dann einmal die UEFA Champions League einmal gewonnen. Viermal den DFB-Pokal und einmal die zweite Bundesliga geschafft. Die Erzrivalen sind die Kickers aus Offenbach. Ja, von mir aus Jugendeinrichtung Commerzbank Arena. Ganz okay. Und ja. Trainings ist okay, alles gut. Geier stellt Eintracht Frankfurt Bericht zusammen. Torstatistik präsentieren. Trends analysieren. So. Hasebe. Braucht man weiter für die erste Mannschaft. Sonny Kittel. Wo mal zweimal drin steht, viermal drin. Also verschiedene Positionen. Jetzt sehe ich es erstmal. Radecki, Forward, den werden wir auch behalten. Macht ja momentan einen guten Job in der Liga. Okay, gehen wir zurück. Tauschen Sie sich mit Ihren Mitarbeitern aus. Bernd Hülsenbein weist darauf hin, dass der Verein derzeit nicht die Mindestanzahl an Spielern aufweist. Mindestens 12 deutsche Spieler im Kader. Werfen wir brauchen jetzt keinen unbedingt. Uwe, ordentlich Talent in der Reihe 1-19. Friedenheit gut, müde, okay. Schön, schön, schön. Scouting-Abteilung heißt sie bei Eintracht Frankfurt willkommen. Der Verein hat 9 Scouts damit beauftragt, Berichte auf Grundlage ihrer Spielkenntnisse für sie anzufertigen. Auf den 29-jährigen Olkan Adin aus Galatasaray mit einem Torwart. Marktwert liegt bei 625.000. Auswahlliste setzen das Ganze. Okay. Mannschaft. Gucken wir uns dann später an. Zeitplan. Also Startseite. Als nächstes gegen Ticha. Oder was ist das? Cerno More Varna. Werden wir als erstes spielen. Also als Testspiel, Freundschaftsspiel. Ja, beste Passquote haben wir noch. Alles noch nichts erreicht. Mitarbeiter lassen wir erstmal 10 Scouts, Physiotherapeuten könnte man noch mal einen aufstellen. Dass wir noch mal einen haben, das ist ja unsere verletzten Spieler, die wir haben, ja noch ein bisschen benutzt. Aufgaben. Oh, haben wir ganz schön was zu tun. Jugendabteilungsleiter machen. Co-Trainer machen. Jugendabteilung, weil Training will ich mich ungern aufhalten. Spielvorbereitung wird der Co-Trainer machen. Und das wird auch der Co-Trainer machen. Holt Jugendspieler zum Verein, dann wird jetzt über deren Entwicklung. Jugendabteilung. Das werden wir alles machen, was Vertragsverlängerung anbetrifft. Transfers, Abgänge werden wir auch uns drum kümmern. Zugänge auch. Anstellung werden wir auch uns drum kümmern. Okay, Vorstand. Ja, sind wir halt nicht. Gut. Sagen wir, gehen nochmal
Suche nach Physiotherapeut startet. Sie haben eine Anzeige für die Funktion ist als Physiotherapeut aufgegeben. Sie werden in Kürze. Okay. Sehr schön. Arbeitsamt. Gut. Startseite. Gut, dann gehen wir weiter. Leertaste geht's hier weiter. So, Saisonziele. Ich glaube, Tabellenmittelfeld ist gut und dritte Runde erreichen ist auch gut. Ich sag mal, jetzt so viel Geld mehr kriegt man dann auch nicht und ich möchte auch nicht so hoch pokern. Und da kriegen wir jetzt ein Transferbudget für 2,5 Millionen Euro und das Gehaltsbudget liegt bei 536.000. Gut, weiter geht's. Co-Trainer Rainer Geier denkt, dass jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, sich für die sich den Spielern vorzustellen. Okay. Machen wir doch. Meier ist ja der Captain. Gut, dann bestimmt. Ich wollte die Gelegenheit beim Schopfe packen, um mich als neuer Eintracht Frankfurt Trainer vorzustellen. Alexander Meier sagt, willkommen, ich freue mich, Sie im Amt zu sehen und hoffe, dass Ihr Engagement von langer Dauer und auch erfolgreich sein wird. Alles klar. So, dann werden wir bestimmen sagen, dass wir... Ich bin zuversichtlich, dass die Mannschaft den direkten Abstieg die Saison verhindern kann. Einige Leute denken vielleicht, dass wir todsicher absteigen, aber nein. Ich bin davon überzeugt, dass in diesem Kader genug Qualität steckt, um die Saison nicht in den Abstiegskampf gezogen zu werden. Ich würde sagen, wir bleiben in der Mitte. Erwartungen akzeptabel. Auf geht's, Jungs. Der Trainer hat recht. Wir können dieses Mal im Tabellenmittelfeld landen. Das war genau die Reaktion, auf die ich aus war. Ich muss sagen, dass ich von dieser Reaktion enttäuscht bin. Nein. Ja, hier. Katlek geht schon mal nach oben. Heinz Lindner auch. Hasebe auch. Also Ansprache hat schon minimal was bewirkt. Serjevovic. Oh, ich kann den Namen nicht aussprechen. Peinlich. Gut, Teambesprechung war gut. Können wir nochmal mit Meier sprechen? Was kann ich für Sie tun, Chef? Ich hoffe, ich darf fragen, was Ihre Meinung als Captain über derzeitige Moral im Team ist. Den Spielern geht es derzeit richtig gut. Wir haben ein großartiges Wir-Gefühl im Team. Gut, bis dann. Alles klar. Gut zu wissen, dann geht's nochmal weiter. So, was haben wir denn da Schönes? SV Darmstadt Tobias Kempe soll angeblich im Visier von Eintracht Frankfurt sein. Eintracht Frankfurts Trainer Humsitz Play soll an dem 25-jährigen rechten Mittelfeldspieler interessiert sein und könnte ihn in naher Zukunft in die Commerzbank Arena holen. Der ehemalige SG Dynamo Profi unterschrieb ablösefrei beim SV Darmstadt 98. Frankfurter Mainer Fußball-Echo. Schuster gibt sich gegenüber den Medien zurückhaltend. Nach intensiven Spekulationen in den Medien. Kempe kommentiert. Schuster antwortete ruhig. Auf diese Frage möchte ich hier und jetzt keine Antwort geben. Alles klar. Spielvorbereitung. Rainer Geier möchte sich darauf hinweisen, dass es gut wäre, das Spielvorbereitungstraining für die einzelnen Spiele zu überprüfen. Okay, lassen wir einfach mal so. Der Vorstand fordert Sie auf, einen vorläufigen Kader für das Trainingslager zur Vorbereitung auf die neue Saison zu benennen. Okay. Beantworten wir doch mal. Hoppala. Zurück. Maximal 35 Spieler können kommen. Okay. Werden Abraham. Rainer Zulmerein. Russ. Jagba holen wir auch rein. Die Verletzten lassen wir dann zu Hause. Eigner holen wir rein. Frieden das. Sehr gut, holen wir rein.
verletzt. Ist für das nächste Spiel nicht verfügbar, mal trotzdem mal rein. Kinzombie, Hasebe, Lindner. Haben wir eigentlich noch 15 Spieler bis jetzt. Chipka nehmen wir mit. Knowski nehmen wir mit. Flum nehmen wir mit. Kittel können wir nicht. Chandler müssen wir mitnehmen. Nehmen wir den auch noch mit. Haben wir noch einige Plätze frei. Gut, dass gerade so die Sonne hier auf meinem Laptop scheint. Können wir nicht. Serebovic, Waldschmied. Okay, so. Auswahl bestätigen. Okay, nein. Ja, bitte. Kader für das Trainingslager haben wir gemacht. So. Haben wir alles durch. Auf geht's. Freundschaftsspiel. Let's Play lebt sein Traum. Um Let's Play trat heute zum ersten Mal einer Frankfurt Trainer vor die Medien. ESPN, vertreten durch Journalist Stuart Smith, wollte vor allem wissen, sie stehen heute als neuer Eintracht Frankfurt Trainer hier vor der Presse. Als sie ein großer Fan von Verein sind, muss doch wahrscheinlich ein Traum für sie wahr sein, oder? Ich habe seit Jahren von diesem Moment geträumt. Jawohl. Gut. Dann würde ich sagen, war's das erstmal für den ersten Part an dieser Stelle. Am nächsten werden wir dann ja ins Spiel gucken und würde sagen, alles klar, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein, lasst es euch gut gehen. Bis denne. Ciao.